Willkommen zurück zu Sonic Adventure an Bord des Egg Carrier. Wir haben das Skydeck überquert und wir gehen jetzt nochmal nach draußen. Das dritte Adventure Field. Werden wir hier endlich Amy treffen? Too late. Not the birdie. A Chaos Emerald. No way. Be gone, all of you. This is all I really need. Gamma! What is your wish, Master Robotnik? And don't disappoint me, or else... Wir treten also an gegen Gamma, einen der 6 spielbaren Charaktere. Sehr emotional und gelungen, wie ich finde. Wir müssen hier 3-mal treffen und das gelingt uns. Besiegt. Aber jetzt ist E-102 Gamma spielbereit, okay? Wir wollen Eggman finden. Da sind wir hier wohl nicht ganz verkehrt. If I'm to continue, I need to change this ship back to its original shape. There must be a switch somewhere on the bridge. I've got to find it now. A switch on the bridge? Switches and bridges? Alles klar. Hier gefällt's mir. Really? Okay. Wollen wir mal wieder nach oben? Nee, das funktioniert ein bisschen anders hier. Sobald man loslässt. Ha. Hat nicht so ganz geklappt. Interessant. Können wir wohl hinkriegen hier. Ab nach oben. Ziemlich weit nach oben. Okay, da haben wir Eggman's Sessel. Wollen wir mal gucken, ob er es auch gemütlich hat. Aha. Er fährt sich nach vorne. Und hier ist der Schalter. Emergency Alert has been cancelled. Resuming Monorail Operation. Alter Schalter, das haben wir schon mal hinbekommen, dass er funktioniert. Und jetzt sag mir mal. Robotnik ran away toward the front of the ship. Hurry up and catch him. Ah ja, ich weiß, was jetzt als nächstes kommt. Da vorne ist er. Und wir sehen sogar Big the Cat. Oh no!
Not again! Chaos! Could this be the same beast? Oh yes! Attack Sonic, now! Froggy? I must say Froggy! If he's your friend, I'll help you. Just leave it to me. Now I have 6 of the Chaos Emeralds. There's only one more left to find. I even found Chaos's missing tail. You won't get away with this, you madman. I will. You're no match for Chaos, even though he's not perfected yet. Okay, Chaos. Destroy them all immediately. Der Kampf gegen Chaos 6. Oha. Schon nicht übel, und wir wissen mal, wo der letzte Chaos Emerald steckt. Im Tornado von Tails, hier ganz in der Nähe. Zum Glück weiß er das nicht. Müssen wir den so attackieren? Nee, irgendwie. Ah, ich weiß. Ich habe noch keine Ringe mehr. Nochmal die Ringe. Da ist was. Ja, diese komischen Dinger da, okay. Die können wir irgendwie dann auch rumschleudern. No way! I can't believe it! No way! Dann wird er irgendwie eingeeist. Und dann können wir ihn verletzen. Können wir das so benutzen? Das machen wir einfach so. Warte mal, erkennt man das gar nicht, wenn er einfriert? Ganz komische Animation. Oder wirkliche. Jetzt. No way! I can't believe it! No way! 4 Treffer braucht Chaos 6. Froggy! Wow! Und der gute Big. Mit seinem Kumpel. Achso, der ist schon eingefroren. Weiß der Teufel, hab ich nicht gemerkt. Also kommt halt manchmal. Aha! Der hat nicht gezählt. Weilbaum. Passt! No way! I can't believe it. Chaos ist ein für alle Mal besiegt, hey, auseinandergebrochen. Bevor er perfekt werden konnte. Scheint, als hätten wir Eggmans Plan mal wieder durchkreuzt. No way! I can't believe this! Sonic! Hey there, Knuckles! Glad you finally made it! I thought you got lost or something. Until we meet again, Sonic! Stop! Come back here! I hate Eggman. Where's this? That light! I think it's trying to show me something. Und wir können mit Big spielen. Damit werden eigentlich alle Charaktere freigespielt. Und wir kommen zur, ja, eine der schönsten Stages. Für mich fast sogar noch knapp vor der Ice Cap Zone. Lost World. Hat mich immer so genervt, wenn ich bei dem Spiel Sonic Lost World nach Artworks für die Thumbnails gesucht habe. Und ich gebe ein Sonic Lost World, kriege dauernd Vorschläge von dieser Lost World Zone hier. Hat aber wohl nicht sehr viel mit Sonic Lost World zu tun, ne? Und zwar ist es hier so ein alter Tempel, möchte man sagen. Hey. Oh,
Und ja, dieses Licht hat uns hineingeführt. Und was es uns zeigen will und wird, tja, erfahren wir hoffentlich gleich. Besonders leicht ist der Level nicht. Hier haben wir so einen zylinderförmigen Weg. Ich finde die Gänge eigentlich ganz gelungen mit der Kamera und so. Schwingt das gut hin und her. Auch die Grafik, also die Texturen von den Steinen und so gefallen mir irgendwie richtig gut. So, hier wird's knifflig mit so einem Schalter. Erhöhen wir den Wasserpegel. Und hier macht so eine Steinschlange rum. Auf die müssen wir drauf. Am besten nicht springen für die blöden Items. Da riskiert man nämlich schnell runterzufallen. Weil die auch nicht so ganz sauber ist. Aber das Wasser sieht doch so klar aus. Nee, ihr wisst, wie ich es meine. So, und das ist... Aha, wir müssen diese drei Schalter aktivieren. Ich glaube, das ist idiotensicher. Ich glaube, wir können keinen Schalter auslassen. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Nicht, dass ich schon einen vergessen habe. Ja, kommt wieder die riesige Steinschlange. Fast schon irgendwie... Da ist der zweite Schalter. Bisschen schade, dass ich nicht den Part mit der Lost World Zone angefangen habe, aber SpongeBob drüber. Wir kriegen das hin. So, nach oben. Können wir das jetzt so machen? Auf die Schlange? Nee, so wird das nichts. Aber man kann schnell den Schalter aktivieren und dann wieder auf die Schlange drauf. Aber hier war ich zu langsam. You're too slow! Und wir müssen warten, bis die nochmal kurz ihre Runde gedreht hat. Ich will immer so die Kamera justieren, aber man kommt direkt in die... Naja, ist ja keine Ego-Perspektive. In die was auch immer Perspektive. Aber... So. Nächster Abschnitt, bitte. Und die Musik wird leicht dramatisch. Aber nur ein bisschen. Denn es wird dunkel. Könnt ihr mit Scheinwerfern die Spiegel und dann sieht man immer mehr. Aber ich habe immer damit geprallt, dass ich auch ohne die Scheinwerfer weiß, wo es lang geht. In dem Moment falle ich natürlich runter in den Tod, weil ich eben nicht wusste, wo es lang geht. Krass. Nur, dass da rechts sieht wie ein sehr schwammiges Bitmap aus. Und die Berge. Naja, wollen wir nochmal drüber hinwegsehen, ne? So, vergiss die Scheinwerfer. Man sieht ja auch wegen den Gegnern auch ziemlich viel. Weil es ja so Flammen sind. Mal Schutzschild her. Jetzt sehe ich halt wirklich nichts. Ja, das lag jetzt an der Kamera. Und ich hätte mich doch retten können. Warum hast du es dann nicht? Okay. Na, welche Lost World gefällt euch besser? Fangfrage, hä? So. Jetzt verschwinde. Ist hier alles gut? Na gut, dann mach ich halt den Scheinwerfer. Ich glaube, vorher geht die Kamera nicht richtig, wie sie soll. So, da geht's den Weg geradeaus. Aber ich gehe hier links natürlich. Drehende Blöcke. Ja, was? Oh Mann! Okay. Also, Fail-Paraden blieben bislang aus. Jetzt kommen sie. Das ist auch nur, weil ich so ein bisschen unvorsichtig bin. Oder war. Drehenden Blöcke habe ich nicht ganz. Jetzt habe ich es wirklich ein bisschen dunkel. Da sind die drehenden Blöcke. Warte ich halt mal einen Moment. Ah, jetzt ist es auf einmal wieder hell. Zack. Bitteschön. Auf einmal hat es nicht funktioniert. Okay, und hier Gas geben. Darf nicht schief gehen, sonst gehen wir baden. Ah, funktioniert. Und jetzt gehen wir doch baden. Hey, Wasserrutsche, cool. Kann man doch nur Spaß haben. Das Sonic steht ja nicht auf Wasser. Hab's vergessen. Alles klar. Und jetzt.
Wieder sowas. Okay. Let's speed up. Gefolgt von brennenden Felsen. Alles klar. Wir dürfen den Absprung nur nicht verpassen. Also. Aber das war's noch nicht. Nein, das war's noch nicht. Eine ganz große Halle. Sie sind allerdings nur ein Ziegel. Nein, ein Backstein. Kein Ziegel. So, ja. Das müssen wir mit den Schaltern auch immer so hinkriegen. Damit die verbunden sind, dann leuchten die. Nur wenn sie leuchten, kann man auch dran hochlaufen. Anziehungskraft vor dem Wind. Das gilt auch für die. Nur wenn die halt zusammen sind, die ganzen Latten. Das ist jetzt nicht wirklich ein Steinrätsel. Ein bisschen schieben. Eine lange, schwierige Zone, aber ich finde sie trotzdem nice gemacht. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. So. Oh, 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 zu viel Gas drauf gehabt, zu viel Speed. Hallo? Nee, oder? Bin ich denn jetzt? Ich glaube zu wissen, wo ich bin. Nee. Bin doch nicht da, wo ich dachte, wo ich bin. Ja, da bin ich halt woanders, ne? Muss. Der Witz ist ja, wir haben da oben schon den Checkpoint aktiviert. Und weil wir runtergefallen sind, muss ich... Hey, sag mal. Muss ich da gerade nochmal hinlaufen? Aber das ist wohl heroischer, als sich jetzt umzubringen, um wieder beim Checkpoint, nämlich hier rauszukommen. Mache ich jetzt hier halt ein bisschen langsamer, dass mich keiner trifft von diesen Spacken. Aufpassen. Ja, du auch nicht. Und hier geht's rein. Frag mich, was kommt jetzt noch? Nicht mehr viel, oder? Nicht mehr viel, aber es kommt noch was. Aber wir sind bald dort. Ja, hier sind wir am Ziel. Yes! Ein merkwürdiger Raum. Und was es hier gibt, gucken wir uns direkt mal an. Yeah, not bad. Yeah. Alles klar, mal gucken. Oder vielleicht seht ihr es erst im nächsten Part. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Wow, what's this?